Moin Moin Leute, der ist wieder da mit einer weiteren Folge bzw. einer weiteren Patch-Übersicht Vorschau von Paladins Fans of Myth bzw. Geheimnis der Sande. Wird ja unser nächster Patch sein und damit auch unser nächster Battle Pass und damit auch ein paar Balance-Changes und ein paar weitere Änderungen. Die gucken wir uns jetzt einmal gemeinsam an, damit ihr wieder vorbereitet seid, was im nächsten Patch so auf euch zukommt. Ja, Paladins Sand of Myth Battle Pass, Geheimnis der Sande. Nachdem der Community Battle Pass abläuft, kommt im nächsten Patch der nächste Battle Pass mit dem Geheimnis der Sande Inhalt. Beim Kauf, bliblablub, das ist das ganz normale, was wir kennen. Änderung am Format des Battle Pass, okay, der direkt beim Kauf des Battle Pass freigeschaltete Skin ist jetzt unlimitiert. Und kann nach Ende des Battle Passes nun für 1200 Kristalle direkt erworben werden. Sprich, wer den Free Battle Pass nur spielt oder halt sich den Battle Pass nicht kauft, kann sich diesen wunderschönen super duper Tiberius Skin, natürlich Tiberius, neuester Champ, muss natürlich direkt den Battle Pass einen Skin kriegen, kann sich den für 1200 Kristalle kaufen. Wer zu viel hat, kann ja einfach den Battle Pass kaufen, kriegt ihn mit Level 1 freigeschaltet. Quatschidee, naja, Hi-Res Evil Mojo versucht irgendwie Money zu rippen. Lassen wir denen das und ja, ist also. Auf jeden Fall Tiberius ist der Skin, der sofort freigeschaltet wird beim Kauf des Battle Passes in der Premium-Variante und in der Gold-Variante, bliblablub. Todesstempel, Kanonenkrug, statistischer Avatar, der Auferstandene und 50% Bonuserfahrung und Gold. Das bekommt man also direkt, Tiberius-Skin, Death-Stamp. Und Avatar, dann auf Level 10 bekommen wir einen Raumskin, den Gruftwächter auf Level 30, Tochter des Himmels Ying und auf Level 40 Smaragdbanditin Meef. Oder Maeve? Nein, wir bleiben bei Meef. Alles angelehnt an ägyptische Götter. Anubis, ne? Müsste Anubis sein. Oder ist das Anubis? Könnte beides Anubis ein bisschen sein. Das könnte dann Richtung Kleopatra irgendwie gehen, wobei das nicht mehr ägyptisch wäre. Und das geht so Richtung... Ich fällt die ganze Zeit nur Shiva ein, aber Shiva wäre auch wieder nicht ägyptisch. Naja, auf jeden Fall denke ich mal, dass das alles ägyptische, mythologische Ideale sind. Dann gibt es natürlich alternative Farbversionen, die Recolored Skins auf 50, 60, 70 und 80. Dieser Skin wird nur im Rahmen des Battle Passes Geheimnis der Sande erhältlich sein. Der, sagen wir mal, violette Meef-Skin. Das heißt, alle anderen könnten wir irgendwann anders erwerben. Kommt ja irgendwann meistens ein halbes Jahr später diese Battle Pass oder Battle Pass 7 Chest raus oder bei welchem wir gerade sind, keine Ahnung. Weitere exklusive Belohnungen, neuer Gegenstandstyp, Visitenkarte. Ist das Pepper? Das müsste Pepper sein. Hätten wir auch gern Skin für. Kriegen eine Visitenkarte, aber kein Skin. Naja. Text: Beim nächsten Treffen mit deiner Königin solltest du dich besser verbeugen. Visitenkarten, wie sie hier heißen. Ich würde gerne wissen, wie sie auf Englisch heißt, aber Visitenkarten ist mal ein ganz belastender Begriff. Kommen wir später nochmal zu. Dann gibt es noch ein paar Sprays im Battle Pass. Ist jetzt nichts Tolles dabei. Avatare. Wer drauf steht, gerne. Der erste ist ganz cool, würde ich sagen, mit den Kätzchen. Der Laderahmen kennen wir auch. Kartenupdate Frog Eye. Weiß ich nicht, ob er das auf YouTube schon gesehen hat. Wird komplett visuell überarbeitet. Wird jetzt seinem Namen mehr gerecht. Mehr Frösche. Ja, moin. Können wir uns jetzt hier mal das Video angucken. Wir scrollen da mal ein bisschen drüber. Es wird deutlich heller. Dann sehen wir den ganzen Moped hier mal leiser. Goldene Frösche haben wir jetzt. Super duper. Das ist hier außerhalb des Spawn Rooms, wo hier die Wand kaputt war. Da ist jetzt eine richtige Wand. Warum auch immer. Ja. Mehr Frösche halt, ne? Das, was hier was auch immer sein war, sah aus wie ein Nilpferd. Ist jetzt auch ein Frosch mit goldenen Augen. Allgemein einfach sehr viel heller. Mir gefällt es auf jeden Fall ganz gut. Hier viel mehr Frösche. Wunderbar. Frösche, wir brauchen mehr Frösche. Hier sitzt doch auch ein dicker, fetter Frosch. Ja, moin, dicker, fetter Frosch ist da. Oh, hier sitzt auch noch ein fetter Frosch an der Choke-Position. Oh, ob man da jetzt besser rumgucken kann, wird sich zeigen. Und oh, auf dem Spawn, auf dem Catcher-Point ist auch ein fetter Frosch. Ja, sichtlich, der hat aber keine goldenen Augen. Nein, er ist Gold und hat Smaragd-Augen. Wunderbar, das wollten wir doch alle haben. Das ist das, was wir vermisst haben in diesem Spiel. So ein fucking gutes
Update. Freue ich mich jetzt schon drauf. Frog Isle. Sowieso eigentlich eine meiner, doch, Lieblingsmaps, würde ich sagen. Aber ich freue mich tatsächlich, obwohl ich den Trailer und das vielleicht mit den Fröschen jetzt inzwischen ein bisschen übertrieben finde. Dieser Choke Point hier oben, der wird, glaube ich, interessant werden. Und dadurch, dass hier nicht mehr so viele Bäume sind, gibt es auch nicht mehr so viele Blätter vielleicht. Mal gucken, wie die Sniper sich da freuen werden. Auf jeden Fall werden wir das demnächst alles sehen. Update zu Killcam und Play of the Game. Jetzt wird es wirklich spannend, Leute. Jetzt wird es wirklich spannend. In Hinblick auf unser Ziel, die Gesamtqualität der Spielerfahrung in Paladins 2020 zu erhöhen, haben wir uns dafür entschieden, mit dem kommenden Patch zwei Features zu entfernen. Die Killcam und das POTG. Im Austausch führen wir Visitenkarten ein. Wenn der Satz euch nicht killt, dann weiß ich auch nicht. Und haben die Lobby nach dem Match verbessert und diverse Fehler im Zusammenhang mit dem Todesrückblick behoben. Ist mir jetzt so nicht direkt aufgefallen, Fehler mit dem Todesrückblick. Das ist wahrscheinlich, wenn man Y drückt, wie der Schaden sich summiert. Das meinen sie, glaube ich, mit Todesrückblick. Aber habe ich eh nie drauf gedrückt. Von daher ist es relativ wumpi-bumpi. Killcam und Highlight des Spiels verwenden das gleiche System und sind für unser Entwicklerteam seit jeher eine regelrechte Plage. Da frage ich mich ganz ehrlich, wenn ich so einen Satz lese, warum hat man es damals eingeführt und warum hat man es nicht viel früher rausgeschmissen, wenn es seit jeher eine regelrechte Plage für dieses wunderschöne Spiel ist. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es jetzt raus und ja, das Entwicklerteam kann jetzt aufatmen, kann sich jetzt um die Visitenkarten kümmern, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Uns ist bewusst, dass dieses Feature für Spieler durchaus von Nutzen sind, beziehungsweise Unterhaltungswert bieten. Naja, würde ich jetzt so nicht sagen. Play of the Game. Ja, gut, unterhalten tut es meistens, weil nichts passiert. Und ja, Deathcam konnte man so ein bisschen, zumindest vor ein, zwei Jahren noch, die Cheater ganz gut rausfinden. Also da konnte man halt so ein bisschen fishy Sachen sehen. Das wird halt jetzt komplett rausgenommen. Da bin ich mal gespannt, ob es jetzt wieder mehr Hackers geben wird. Aber sie stehen langfristigem Erfolg von Paladins entgegen. Langfristiger Erfolg. Wir sind weiterhin gehypt, dass noch viel passiert. Die Wahrheit ist leider, dass ihre Implementierung von Beginn an fehlerhaft war und im Laufe der Jahre tausende Arbeitsstunden darauf verwendet worden mussten, immer neue Fehler zu beheben, wobei einige dieser Fehler sich als unmöglich zu beheben herausstellen. Wie kann ein Fehler unmöglich zu beheben sein? Das ist auch wieder so ein bisschen, naja. Ohne das System von Grund auf neu zu programmieren. Wie gesagt, da hätten sie es vor einem halben Jahr, wenn es seit Jahren tausende Arbeitsstunden gefressen hat, warum hat man es nicht vor Jahren schon rausgeschmissen? Wir reden hier nicht von einem Champion, wir reden hier nicht von einem Spielmodus, nein, wir reden vom fucking Play of the Game und ein bisschen Deathcam. Naja, wollen wir nicht weiter drüber babbeln. In einer perfekten Welt würden wir genau das tun, doch dies ist für unser Team derzeit leider keine realistische Option. Ja, mehr Leute einstellen, würde ich sagen. Die Zeit unserer Programmierer ist besser investiert, wenn sie sich um grundlegende, das direkte Gameplay betreffende Dinge kümmern und andere Fehler beheben, die wir leider nach wie vor in Paladins präsent sind. Der Satz auf jeden Fall unterschreibe ich so klar. Es gibt viel wichtigere Probleme, als so eine Scheiße zu fixen, aber dann wieder die Frage, warum erst jetzt? Weitere Hintergründe, blablabla, Blogspot. War ein Dev Insight, da haben die Developer, die Programmierer mal ein bisschen darüber gebabbelt. Fand ich jetzt aber nicht so smart. Verbesserungen der Lobby nach dem Match und Visitenkarten. Visitenkarten. Mit dem kommenden Patch führen wir eine neue kosmetischen Gegenstände. Natürlich kosmetisch. Visitenkarten. Eure Visitenkarten wird Gegnern angezeigt, nachdem ihr sie in einem Match getötet habt. Sie erhalten neben einer Grafik auch eine kleine Stichelei in Richtung eures Opfers. Scrollen wir wieder hoch. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwen kille, kommt da keine Killcam, sondern da ploppt diese riesige fette Pepper auf seinem Screen auf und dann steht da, beim nächsten Treffer beim nächsten Treffen mit deiner Königin solltest du dich besser verbeugen. So. Das ersetzt diese paar Sekunden, bis der Respawn-Timer, beziehungsweise bis man seinen Mates wieder zugucken kann. Kennt man so in abgewandelter Form, glaube ich, von Call of Duty? Gut, da hat man die Killcam und unten war halt immer dieses Abzeichen. So in etwa müsst ihr euch wahrscheinlich das über den ganzen Bildschirm vorstellen. Haben leider keinen Screenshot. Und daher so in etwa stelle ich es mir gerade vor, ob es so ist. Wie soll es sonst sein, andersrum? MVP-Bildschirm mit und Auszeichnungen. Kennt man auch von anderen Spielen. Der Bildschirm mit der klassenbesten Anzeigen wurde aktualisiert. Yes! Nach Ende eines Matches können Spieler sich dort nun einen Überblick über die Leistungen ihres gesamten Teams verschaffen. Jeder Spieler enthält eine spezielle Auszeichnung basierend auf ihren im Spiel erzielten Leistungen. Da bin ich jetzt gespannt, was da kommt, außer Most Kills, Most Assists, Most Healing, Most Damage, Most Shielding, Most Objective Time. Wenn die da noch irgendeine Kategorie einführen, Respekt, mir fällt keine ein. Most Deaths sollte man eigentlich nicht machen,
Oder kommt dann sowas Quatschiges wie so und so lange ohne Tod überlebt? Ja gut, höchste Killstrecke oder gibt's halt auch noch. Hat ein Penta gemacht. Also da bin ich mal gespannt, was da so für tolle Auszeichnungen noch kommen könnten, die uns wirklich mindblown werden. Statt nur die besten Spieler bezüglich verschiedener Statistiken anzuzeigen, erhalten nun alle Teammitglieder eine Auszeichnung in Form eines Titels für im Match erzielte Leistungen. Selbst der fetteste Hardnoob, der durchgecarried wurde, bekommt eine Auszeichnung. Super! Die Bilder geben den derzeitigen Stand wieder. Am finalen Layout wird noch gearbeitet. Ja, haben sie erst gar nicht die Patch in die News eingebaut, die Bilder. Schade, aber egal. Anerkennung. Jetzt kommen wir auch was wir von anderen Spielern kennen. Paladins erhält ein Anerkennungssystem, das es euch ermöglicht, die Leistung eurer Teamkameraden nach einem Match in drei Kategorien: Führung, Teamwork und Können zu würdigen. Für von anderen Spielern in Season 3 erhaltene Anerkennung könnt ihr außerdem Belohnungen erhalten. Ich sag mal, ein Spiel von Blizzard hat das so ähnlich auch. Auch, glaube ich, nicht von Anfang an, aber jetzt auch schon relativ lange. Da kann man sagen, oh, der war gut, dem gebe ich einen Thumbs up. War ein guter Teamkollege, war ein guter Anführer, war ein starker Dude. Möchte nochmal mit dem spielen. Kriegen wir jetzt auch. Wundert mich nicht, dass es irgendwann gekommen, also es musste irgendwann kommen. Wenn man 100 Mal anerkannt wurde, kriegt man einen Titel. Wenn man 200 Mal anerkannt wurde, eine goldene Truhe. Warum auch keine Diamond. Und bei 300 Anerkennungen einen Todesstempel, den Himmelsreiter. Keine Ahnung, warum es dieser fette, pinke Wal sein muss als Todesstempel, aber okay. 400, oh, da gibt es doch noch die Diamond Chest. Und bei 500 einen Laderahmen, der am Ende von Season 3 verliehen wird. Also zusammen mit dem Season 3 Ladder Ranked Board. Kriegt man zwei auf einmal. Wunderbar. Einschränkungen. Spieler können innerhalb von 24 Stunden maximal 8 Mal Anerkennung geben. Die Frage ist, kann man auch nur 8 erhalten? Wichtigere Frage. Es ist nicht möglich, demselben Spieler mehr als einmal pro Tag Anerkennung zu geben. Finde ich okay. Der Anerkennungszähler von Spielern, die eine Sperre erhalten, wird auf 0 zurückgesetzt. Ist eigentlich klar. Warum sollten die Anerkennung bekommen? Die große Frage ist, Spieler, die gesperrt sind oder gesperrt wurden, warum dürfen die überhaupt wieder spielen? Die müssen gesperrt bleiben. Naja. Update zur Rückmeldung im Kampf verursachen von Schaden. Wie in unserem Blogspot blablabla angekündigt, möchten wir dieses Jahr die Rückmeldung, die im Spieler im Kampf von Spiel erhalten, verbessern. Das ist dieses Y, dieser Todesrückblick. Haben sie eine Menge zugesagt. Naja, im Großen und Ganzen nichts wirklich Spektakuläres. Ladebildschirmgrafiken, ja, alle Cosmo- und Obsidian-Skin-Besitzer dürfen sich freuen. Die kriegen jetzt auch eine Grafik, wenn es lädt. Mal gucken, ob Gold Grover mal einen bekommt. Ich tendiere nicht. Feiertagsevent, ja, für... Es sieht so nach Ostern schon aus. Ist erstmal eigentlich Valentinstag. Naja, gut. St. Patrick's Day. Na gut, Valentinstag ist ja eh noch in diesem Patch. Von daher egal. St. Patrick's Day. Zwei gespielte Matches am Wochenende vor dem St. Patrick's Day. Also Samstag, 14. März. Da das Wochenende. Schön zwei Matches spielen, nicht gewinnen. Gibt es hier einen schönen Grover und Osterterminus. Das gleiche dann halt vor Ostersonntag, einen Monat später. Jetzt kommen die Visitenkarten, jetzt wird spannend. Jetzt wird reingebuttert, jetzt muss wieder Kohle aufgeladen werden, holt die Paysafe-Karten raus für 300 Kristalle. Das ist sogar eine Diamond-Chest, meine ich, oder? Gibt es verschiedenste, wunderschöne Visitenkarten zu kaufen. Die Tiefen und dann immer mit diesem Spruch, Smaragdstachel, Siegelwächter, böses Omen, Herr des Abgrunds, Zorn der Hydra. Zorn der Hydra, muss ich sagen, gefällt mir tatsächlich. Mal gucken, wie halt in-game aussehen. Aber 300 Kristalle finde ich happig, das sind 1800 Kristalle für alle 6. Bist mal so einen knappen 20 los, wenn du nur diese 6 Visitenkarten haben willst. Gut, wenn man viele Kills macht, vielleicht triggern für den Gegner. Als Supporter relativ uninteressant, aber naja. Meisterstufen. Es wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, Champion-Meisterstufen mit Gold zu kaufen, Leute. Ballert die Kohle raus, wollt ihr noch Goldskills haben? Buddert ein bisschen rein, weil gleich kommt ein paar Sachen, die man jetzt mit Gold dann kaufen kann, worauf man farmt. Ist aber fragwürdig, ob man sich da lieber nicht vorher die Champion-Stufen kauft. Diese Möglichkeit besteht nur noch zum Erscheinen des kommenden Patches Geheimnis der Sande, also bis der aktuelle Community Battle Pass endet. Habe ich leider gerade kein genaues Datum im Kopf. Man kann sich aber dann für Gold kaufen. Für eine Mio ist ein Bot, Leben, Lachen, Fraggen, hat einfach alles oder der Edgelord? Der Edgelord? Naja, oder für 5 Mio Gold kannst du dir kaufen die 1%. Naja. Das war's auch. 3 Goldskins im nächsten Patch. Cassie, Schmackoa, auf den wir uns sehr freuen werden. Und Torvaldinho. Naja. Kommen wir zu den Truhen. Eigentlich auch nichts Überragendes. Stahl- und Feuertruhe neu. Kostet 400 Mopeds.
Also so viel wie ein Death Stamp ungefähr. Der Stahlschmieden-Terminus ist drin, Drachenboot-Moji, Drachenfeuer Tyra, Albtraum-Ritter Fernando, Legionär Atlas und Stahlschmiede Beric. Dann kommt die Gothic-Truhe raus, erhältlich ab dem 18. März, 300 Kristalle, auch einfach nur Skins drin, keine Emotes, keine Mounts, keine MVP-Posen, Quatsch oder sowas. Ja, wer ist das denn hier? Welcher Terminus soll das sein? Ach, das ist der Stahlschmieden-Terminus. Ja, kann ich auch wieder nur für Kristalle kaufen. Kann man ja eigentlich auch mal netterweise in eine Diamond-Chest packen, dass die mal wieder befüllt werden. Nö. Muss ich 400 Kristalle beleppen für diesen Terminus, wenn ich ihn haben will. Naja. Ranglisten-Split 1, Raged Against the Abyss. Ja, Season 3 wird in 3 Splits aufgeteilt. Das heißt, der Split endet noch nicht mit dem nächsten Patch, sondern erst mit dem übernächsten Patch. Kartenrotation ist aber trotzdem da. Was rotiert raus? Jaguar Falls und Timbermill. Timbermill direkt wieder raus. Finde ich super. Jaguar Falls finde ich ein bisschen schade. Dafür kommen wieder rein Frozen Guard. Und wer hat da Pforte? Wie heißt die denn auf Englisch nochmal? Also die, wo links und rechts die Kristalle sind, so ein bisschen schweben. Oh Gott, wie hieß die denn nochmal? Ja, egal. Ihr wisst hoffentlich, welches meine. Die muss es sein. Ja, diese ist auf jeden Fall. Waterskate. So, jetzt haben wir es. Waterskate ist es. Balance. Zum Abschluss natürlich müssen wir ein bisschen reingucken, was denn direkt wieder geändert wird. Nach diesem riesengroßen Patch mit so vielen Änderungen. Mit den Corduroys, mit dem Wrecker, mit dem Bulldozer, mit dem Reju, mit allen fucking Änderungen wird direkt wieder viel zurückgerudert. Pulskanon von Ash macht wieder 400 Schaden. Muss natürlich so sein. Änderung wird rückgängig gemacht. Wird wieder nicht nachgedacht. Wird wieder nicht durchgerechnet. Ash wird wieder besser, das heißt, man kann wieder ohne Probleme Battering Ram spielen, denke ich. Beric, der wird nur ein bisschen kaputt genervt. Die Raketenstiefel, Heilung wird reduziert um 30 LP pro Kartenlevel und die Dauer wird reduziert. Wie war das denn? Doppelgeschütz, Raketenstiefel. Heilung, ist das das? Was ist denn das für eine Karte? Ich weiß nicht. Feldeinsatz für die Geschützkarte. Doppelgeschütz, ist das? Das ist, ich weiß es nicht. Gab es da irgendeine Karte, nachdem man die F benutzt hat, dass man Heal over Time bekommen hat? Irgendwie sowas muss es ja sein. Feldeinsatz, das ist die, wenn man in der Nähe seiner Turrets steht und man gehealt wird, wird man auch ein bisschen geschmatzt. Nee, das ist Heal Station. Was ist denn Feldeinsatz? Heilung pro Geschütztreffer? Wird man auch geheilt, wenn die Turrets einen Kill machen oder einen Hit machen? Na gut, ja, kenne ich gar nicht die Karte. Ja, und Healing Station, natürlich eine relativ nice Karte immer für Beric. Wird auch genervt. PK wird genervt, königliche Untertan ist Royal Subject, das ist seine Legendary. Die Schadensreduktion auf Distanz wurde entsprechend der Vergrößerung des Explosionsradius angepasst. Ist das ein Buff, ist es ein Nerf, es wurde auf jeden Fall irgendein Bug gefixt anscheinend. Zuvor war es möglich bei der Verwandlung dieses Talents, erhöhten Haftbombenschaden bei gleichem Abstand zum Ziel zu erzielen. Ich habe zu wenig BK in letzter Zeit gespielt, um da was sagen zu können. Furia wird mies genervt. Heilungsbonus reduziert von 25 auf 15%. Naja, bei Wertschätzung. Was ist Wertschätzung? Muss ja Cherish sein, oder? Müsste eigentlich Cherish sein. Grog, Talent. Oh, Grog wird spannend. Wurde ja im letzten Patch gar nicht angepackt. Geisterreich. Heilung pro Sekunde reduziert von 900 auf 500. Das ist sein Linksklick-Heal. Ist okay. Weil alle Healer letzte oder alle Supporter letzte Season ja, oder ja doch zum Beginn der letzten Season angepasst wurden aufgrund des Corduroy Nerfs und so. Nur Grog wurde noch nicht angefasst. Von daher kann ich es nachvollziehen. Ist okay. Schützen ist Totem. Jetzt ist es interessant. Das war das, wo man CC-immun war im Totem. Die einzige großartige CC oder CC-Immunity, die man seinen Mates geben konnte. Oder zurzeit noch geben kann. Ein paar können es für sich selber, aber Grog konnte es den Mates geben. Jetzt ist es aber so, du erhältst eine dritte Ladung für Heiltotem und die Heilung erhöht schon 20%. Jetzt denkt man, hä, eine dritte Ladung? Jo, das Heiltotem kriegt jetzt 2 Ladungen. Ja, sicherlich. Wie geil ist das denn? Das finde ich geil. Die Heilung durch das Totem kann aber auch gestapelt werden. Das heißt, man kann 2 übereinander setzen. Heilung wurde reduziert von 420 auf 250. Ist absolut legitim. Wenn man jetzt trotzdem 2 übereinander stackt, sind es 500 Heilung pro Sekunde. Also mehr sogar. Und die maximale Anzahl der aktiven Totems wurde demnach auf 3 erhöht, weil ja Schützenstotem jetzt eine dritte Ladung gegebenenfalls wird. Kann man also 3 hintereinander stacken, wenn man da schön die Karten hochsteckt, dass es länger hält. Finde ich ganz geil. Abklingzeit um 5 Sekunden reduziert, finde ich auch gut. Und der Radius würde nochmal fast
um 33% erhöht, von 20 auf 28. Finde ich mega geil. Also Grog war ja schon immer meiner. Schon immer DPS oder Support war mir egal. Also Grog werde ich wieder eine Menge auspacken. Dafür könnt ihr mal ein Like da lassen. Geistergang. Dauer wurde wieder erhöht, wie damals schon mal. Lauftempo-Bonus wurde auch mega erhöht, wie damals schon mal war. Und, aber die Abklingzeit wurde erhöht. Naja, effektiv um um 3 Sekunden. Oder fängt die Cooldown an, wenn man rauskommt oder wenn man das erste Mal drückt? Nee, wenn man rauskommt. Ne? Also doch 3 Sekunden, aber eine Sekunde länger. Naja. Sturm, das ist die Ultimate. Heilung wurde auch gut genervt, ist aber auch okay. Lauftempo-Bonus ein bisschen reduziert, sollte man nicht so krass merken. Maximale Anzahl geheilter Verbündeter erhöht von 2 auf 3. Und maximale Anzahl der getroffenen Gegner von 2 auf 3 erhöht. Auch geil. Also da kann man noch mehr Value rausziehen. Sonst war es ja immer so, dass die beiden lowsten HP-Mates getarget wurden. Jetzt sogar noch einer mehr. Finde ich geil. Karten wurden sehr, sehr viele angepasst. Da gehe ich jetzt tatsächlich mal nicht drauf ein, weil sehr viel mit Heilen und dem Totem in Verbindung steht. Und die HP-Karte wurde um 50% genervt. Naja, aber wird auch irgendwie langsam mal Zeit sein. 100 HP-Karte, also 500 extra HP auf Grog. War schon krank. Ynera, Steinspeer, würde wieder der Nerf von letzten Patch rückgängig gemacht. Ja, gut. Adrenalin-Junkie, Schadensschwelle pro Energiepunkt erhöht. Das finde ich sehr gut, dass man mehr Schaden machen muss, um seine Energie wieder zu bekommen bei Adrenalin-Junkie. Karten, ja, kann man mal kurz drüber fliegen. Ist jetzt aber nicht so interessant. Bei Meef auch nur Karten. Bei Makoa, der Panzerschild wieder ein bisschen mehr HP, finde ich gut. Und Ancient Range Bonus LP Nerf. Also nicht mehr 5000 extra HP, also keine 12.000 HP mehr oder wie viel man da gerade hat. Oder 10.000. Nochmal ein Taui weniger. Naja. Maldamba, die Q. Wieder mehr Heilung. Noch geiler für das neue Legendary. Noch geiler für die neue Legendary. 15 HP mehr pro Sekunde. Pro Tick. Das ist ja nochmal pro Sekunde. Der tickt ja öfter als einmal pro Sekunde. Sehr stark. Raum. Vollstrecker. Schadensreduktion. Reduziert von 75% auf 50%. Finde ich sehr geil. Sehr schwer zu killen. Der Typ, wenn man nicht gerade CC hat. Und unaufhaltsame Gewalt. Schaden reduziert um Huni. Und Reichweite reduziert um 15 Punkte. Ich spiele leider keinen Raum. Von daher. Keine Ahnung, ob es gerechtfertigt ist, aber diese Schadenreduktion kriegt man schon mit, wenn man im Gegnerteam ist. Zeris, Seelenerneuerung, Abklingzeit reduziert von 2 auf 1,5 Sekunden. Das heißt, vielleicht wird Zeris wieder noch stärker. Charlene, der Langbogen, also der normale Linksklick, minimale Projektgeschwindigkeit beim Spannen des Bogens erhöht von 120 auf 300. Also man kann nicht mehr diese bup, bup, bup Schüsse machen, sondern die machen jetzt wupp, wupp. Bup, irgendwie sowas müsste es sein. Grund wird der Schwerkrafteinwirkung auf Pfeile reduziert von 3 auf 0,8. Also die fliegen jetzt richtig gerade, Leute. Und Schwerkrafteinwirkung für vollgespannte Pfeile entfernt. War das so? War da eine Schwerkrafteinwirkung drin auf den maximal gespannten? Ich dachte, der fliegt schon straight. Naja, anscheinend nicht. Auf jeden Fall, ui, das wird lecker, gerade wieder mit Recurven. Kann man mal machen. Sky, Stich im Nebel, Erhöhung der Dauer um eine Sekunde erhöht, Teilung der Verbündeten reduziert, also das ist diese Q, Smoke, Heal Sky, Erhöhung der Dauer um eine Sekunde entfernt, achso, war es im letzten Patch, ging die länger, okay, also kürzer und weniger Heilung, Karten, Auflösung, Dauer reduziert, ja moin. Das müsste die sein, wenn man unter so x% HP fällt, dass man automatisch ins Delph geht. Müsste die, glaube ich, sein. Terminus, aber auch nur Karten, ist okay. Tiberius, unser Neuling, Klingentanz. Sperre nach Verwendung der letzten Ladung der Fertigkeit verkürzt. Das heißt, man kann während seiner Ult die Attacken noch schnell hintereinander spammen. Finde ich nicht gut. Begründete Prahlerei und geschärfte Sinne. Zwei Karten, naja, oh, die über erzeugte Ult-Charge. Bei einem Kill war das, ne? Oder bei einem Assist, also bei einer Eliminierung, weiß ich gerade nicht mehr. Und Heilung pro Chakra-Treffer, gut, hier glaube ich eh keiner gespielt. Torwald, noch mehr Schild, Reduzierung der Q, 500 Schild gibt er jetzt noch mit der Q. Was, jetzt mal ehrlich. Dieser Kollege hat einfach null Daseinsberechtigung mehr in diesem Spiel, finde ich extrem schade. Illusion, Heilung pro Schuss reduziert, ja, ist okay, ein bisschen weniger Heilung auf Jinx Illusionen. Sinn, Guillotine, Schadensimmunität entfernt, das ist krass.
Guillotine useless, würde ich damit fast sagen. Aber das war ja der größte Vorteil von Guillotine, dass man unverwundbar war. Gut, der Ult-Charge war auch noch nett, die 15%, oder sind immer noch nett. Aber das Hauptding war, dass du safe einkillst und unbesiegbar bist. Gut, es war halt ein Safe-Kill, aber das ist, finde ich, okay dafür, dass du anderweitig nicht groß gebufft wirst. Schadensimmunität weg. Und damit, denke ich, werden wir auch keine Guillotine mehr sehen und schwelendes Feuer. Heilung pro Sekunde reduziert von 25 auf 15%. Das heißt, wenn man jetzt mit Billow, heißt das Talent Billow oder war der die Legendary Billow? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall kommt man da nicht mehr so Full-HP-mäßig raus, wenn man die benutzt. Aber sind sowieso sehr stark in der Meta, von daher trifft es wahrscheinlich den richtigen. Fehlerbehebungen, liest ihr es selber durch. Also da wird einem doch schlecht, was man hier fehlert. Guckt euch an, allgemein, was da für Fehler sind. Aber die wurden alle behoben, finde ich super. Die folgenden und weiteren Fehler sollten durch die Entfernung der Killcam behoben worden sein. Das muss man sich jetzt mal geben. Alles, was jetzt hier steht, sind Fehler, die im Spiel sind, weil es eine Killcam gibt. Spieler verbleiben nach dem Respawn in Third-Person-Ansicht bei bestimmten Fertigkeiten. Scheiße bei einem Spiel, das keinen Third-Person-Modus mehr hat. Visuelle Effekte, genau, der unendliche Umschwung von Andy, wer kennt ihn nicht? Also, das meine ich jetzt ernst. Karns Kampfschrei, auch schon tausendmal gesehen. Aber Koas Hook müsste doch auch hier irgendwo sein. Der wird doch auch irgendwie so getriggert. Modellveränderungen durch eine Killcam. Verkettungseffekte, ja. Da hat man den wunderschönen Map-Hack gehackt. Da konntest du sehen, wo die Gegner sind, weil der Hook noch die ganze Zeit durch die Map ging. Zoom-Fehler. Bei den drei, vier Leuten, die anlegen können. Soundeffektprobleme. Alles Scheiße, die wir seit Jahren, wie sie oben gesagt haben, im Spiel haben, weil sie diese scheiß Killcam drin hatten. Naja, Rage ist vorbei. Patch Notes sind durch. Lasst mir auf jeden Fall mal Meinungen zu dem Patch da, was ihr dazu sagt, was ihr zu den neuen Skins sagt, zum neuen Battle Pass, zu den Visitenkarten, zu der anscheinend überfälligen Entfernung von Killcam und Play of the Game. Lasst auf jeden Fall alle eure Infos und eure Meinungen unten in den Kommentaren da. Dann können wir da gerne noch ein bisschen weiter diskutieren. Ansonsten joint gerne Discord, folgt gerne auf Twitter oder Twitch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Deskers ist draußen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.